Hallo, im heutigen Video geht es um Blog-SEO, also um die Suchmaschinenoptimierung Ihres Blogs, Ihres WordPress-Blogs. Und ich möchte Ihnen heute die 7 wichtigsten kostenlosen SEO-Plugins für Ihren WordPress-Blog vorstellen. Wie Sie mit diesen 7 kostenlosen SEO-Plugins für Ihren WordPress-Blog automatisch für Suchmaschinen optimieren. Im Netz entstehen Tag für Tag neue WordPress-Blogs, um im harten Kampf um die Spitze der Search Engine Ranking Pages, also den Suchergebnisseiten von Google beispielsweise, bestehen zu können, ist eine entsprechende perfekte On-Page-Suchmaschinenoptimierung mit beispielsweise über interne Links erforderlich. Das bedeutet, Sie müssen zum einen mal natürlich diese On-Page-Optimierung machen oder durchführen auf Ihrem WordPress-Blog, das heißt die interne Verlinkung über Suchbegriffe auf andere Blogbeiträge beispielsweise oder dann eben auch ausgehende Links, dass Sie vielleicht beispielsweise auf einen Wikipedia-Artikel verweisen. Ohne SEO-Plugins funktioniert das allerdings mit den guten Suchmaschinenpositionen bei Google und Co. nicht oder sehr, sehr schwierig. Das bedeutet, Sie müssten eben alles von Hand optimieren. Das ist natürlich sehr aufwendig bei Blogartikeln, die Sie dann regelmäßig veröffentlichen. Wenn Sie da jedes Mal natürlich diese On-Page-Optimierung von Hand durchführen müssten, ist das sehr aufwendig. Plugins für Ihr Blog-SEO. Der einzige Weg zum Erfolg. Um ein professionelles Blog-SEO durchzuführen, kann man auf die starken WordPress-Plugins aus meiner Sicht nicht verzichten. Sie sind der einzige Weg, in den Suchmaschinenergebnissen auf guten Plätzen zu landen. Die Auswahl an Blog-SEO-Hilfen für WordPress, also Plugins, ist sehr groß und für weniger gewiefte Nutzer fast unüberschaubar. Für eine optimale Suchmaschinenoptimierung reicht es allerdings aus, sich folgenden beschriebenen Blog-SEO-Maßnahmen zu beschränken. Suchmaschinenoptimierung leicht gemacht. WordPress bietet von Haus aus schon einiges an Voreinstellungen für die Suchmaschinenoptimierung. Nimmt man dann noch beispielsweise das SEO-Plugin All-in-One SEO Pack hinzu, so hat man schon allein den Grundstein für eine erfolgreiche Blog-SEO-Optimierung gelegt. Dieses Plugin verfügt über einfach aber kompakte Grundeinstellungen für die Suchmaschinenoptimierung Ihres WordPress-Blogs. Unter anderem sind mit diesem Plugin die Seitennavigation kann optimiert werden. Das Blog-SEO für Ihren WordPress-E-Shop kann damit gemacht werden. Der Titel und Ihre Meta-Tags können automatisch angepasst werden und Sie können sogar noch einstellen, wie die Darstellung von Ihrem Titel und den Meta-Tags erfolgen soll. Sie können da dynamisch praktisch Platzhalter platzieren und die werden dann entsprechend in der Reihenfolge dann ersetzt, wie Sie das angeordnet haben. Und was noch sehr wichtig ist, Sie können Ihren Blog sogar vor Duplicate Content schützen, da WordPress standardmäßig eben auch die Archivseiten, die Tag-Seiten hier immer wieder Ihre Blogbeiträge platziert und damit das hier eben nicht als Duplicate Content erscheint, gibt es hier eine Vorkehrung in diesem All-in-One SEO Pack. Insbesondere für Anfänger ist das All-in-One SEO Pack ein kostenloses, aber sehr gutes für die Suchmaschinenoptimierung erforderliches WordPress-Plugin. Profis erwarten mehr. Zusätzlich hier gibt es natürlich weitere Blogs. Für fortgeschrittene Blogger sollten beispielsweise zusätzlich das Headspace 2 oder Headspace 2 SEO WordPress-Plugin nutzen, das sehr umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten bietet. Neben den automatischen und manuellen Generierungen von Ihren Meta-Angaben auf Ihren WordPress-Seiten kann man die Metadaten von Artikeln bearbeiten. Zudem lassen sich die Funktionen des SEO-Plugins auf einzelne Seiten und in einzelnen Beiträgen nutzen. Das heißt, wenn Sie beispielsweise Ihren WordPress-Artikel bearbeiten, haben Sie in dieser Bearbeitmaske Möglichkeiten, hier Einstellungen vorzunehmen. Zudem lassen sich Funktionen des Blog-SEO-Plugins auf einzelnen Seiten und Beiträgen nutzen. Ebenso sind die Crawler-Instruktionen global, also die Einstellungen für Google und andere Suchmaschinen, auf jeden einzelnen Artikel anwendbar. RSS-Namen und Beschreibungen können separat definiert werden und auch die Einbindung von Google Analytics, also diesen Code von Google Analytics, diesen Code-Snippet, der HTML-Snippet. Und Google Section Targeting für AdSense ist hier problemlos möglich.
Das heißt, wenn Ihnen einfach nicht diese normale On-Page-Optimierung über das Plugin All-in-One SEO-Pack genügt, dann nutzen Sie zusätzlich dieses Headspace 2 SEO-Plugin von WordPress. Platinum SEO-Pack, noch mehr kostenlose Suchmaschinenoptimierung. Das Blog-SEO-Plugin Platinum SEO-Pack hat einiges an Optionen zu bieten. Ähnlich wie das All-in-One SEO-Pack kann man Titel und Meta-Angaben automatisch generieren. Natürlich auch bei jedem einzelnen Post. Seiten und Artikel, die von Google nicht indiziert werden sollen, lassen sich mit der Einstellung No Index ausklammern. Das bedeutet, es werden in Meta-Angaben ein Hinweis No Index platziert. Dadurch erkennen Suchmaschinen, ich darf das nicht indizieren und überspringen dann diesen Beitrag. Das macht dann unter Umständen Sinn, wenn Sie mal einen Beitrag für Ihre Blogleser im Hintergrund verstecken möchten, den Sie in einem Newsletter beispielsweise bewerben, aber in Suchmaschinen dieser nicht angezeigt werden soll, weil einfach diese Exklusivität erhalten werden soll, die Sie mit Ihrem Newsletter suggerieren. Allerdings benötigt man hier schon einiges an Fachwissen mit diesem Platinum SEO Pack, sodass dieses Plugin nicht unbedingt für Einsteiger unter den WordPress-Bloggern geeignet ist. Jetzt kommt ein kostenpflichtiges SEO-Plugin, das WP SEO. Ich halte sehr viel von diesem Plugin und möchte es Ihnen aus diesem Grund auch zeigen. Ich klicke hier einfach mal auf den Link und hier sehen Sie dieses Plugin WP SEO. Das ist dieses Schweizer Taschenmesser für Ihren WordPress-Suchmaschinenoptimierung On-Page. Sie haben hier die Möglichkeit, eine kostenlose Demo sich anzuschauen, Hinweise für die Installation und natürlich auch noch die Funktionen in der Übersicht. Informieren Sie sich einfach mal über dieses Plugin. Sie finden den Link wie immer auf meinem WordPress-Blog. Weitere empfehlenswerte SEO-Plugins für Ihren Blog-SEO, On-Page-SEO-Optimierung. Einige andere Plugins sind zwar mit ähnlichen Funktionen ausgestattet, können aber die anderen Plugins, die wir eben gerade schon besprochen haben, teilweise unterstützen. Plugins wie WP SEO, habe ich Ihnen gerade die Website gezeigt, Easy SEO, TGF-iNet SEO, SEO Friendly Images, auch ein sehr gutes Plugin, Roberts Meta, SEO Slugs und SEO Smart Links sind hier nur einige sehr empfehlenswerte und vor allem kostenlose Plugins für WordPress, bis auf eben dieses WP SEO. Aber hier lohnt sich es, denke ich mal, diese 20 Euro in die Hand zu nehmen, knapp 20 Euro 1995, dieses Plugin zu kaufen. Jedes hat natürlich seine Stärken, Schwächen, deswegen macht es natürlich aus meiner Sicht Sinn, hier mehrere Plugins zu installieren. Einfach mal vergleichen, welche Funktionalität bietet welches Plugin. Und man muss natürlich nicht alle Funktionalitäten von jedem Plugin nutzen, aber sie ergänzen sich eben sehr gut und dadurch optimieren sie natürlich ihr On-Page, eine bessere Optimierung und werden dann natürlich auch besser in den Suchmaschinen gerankt. Das war's für diesen heutigen Beitrag. Besuchen Sie meinen Blog unter www.manuelhack.de zusammengeschrieben und informieren Sie sich einfach nochmal über diesen Beitrag zum Thema Blog-SEO, die 7 wichtigsten SEO-Plugins für Ihren WordPress-Blog. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihren Besuch. Bis dahin, Ihr Manuel Hack.